I believe that augmented reality is a profound technology. And here it is. Apple hat auf der diesjährigen WWDC die Katze aus dem Sack gelassen und nun die erste Generation ihres AR- und VR-Headsets vorgestellt. Die Apple Vision Pro. Doch was bedeutet eigentlich die Kombination aus Augmented und Virtual Reality? Welche Technik ist darin verbaut? Wo kann sie eingesetzt werden? Und vor allem, ist sie zu teuer? Das klären wir in diesem Video. Ob das erste iPhone, das erste iPad oder auch die Apple Watch und die AirPods. Wenn das amerikanische Unternehmen eine erste Generation vorstellt, dann wird meist Geschichte in der Technikbranche geschrieben. Dabei ist Apple nicht immer Vorreiter einer neuen, bahnbrechenden Idee, wie im Falle der Vision Pro. VR-Headsets gibt es mittlerweile schon für die Masse, doch ihr Anwendungsbereich liegt zum Großteil eben beim Zocken. Und auch AR-Brillen sind nichts Neues, nur durchsetzen konnten sie sich eben noch nicht. Die von Google sind kläglich gescheitert. Erst im März dieses Jahres wurde verkündet, dass der Verkauf der Google Glasses eingestellt wird. Doch was lässt nun auf die Revolution bei Apple hoffen? Ganz einfach, die Kombination beider Arten von Brillen mit neuen technischen Innovationen. Einerseits haben wir die Augmented Reality, die das Gezeigte nahtlos in euer reguläres Sichtfeld zaubert. Ganz ähnlich wie bei Tony Starks Interface in seinem Iron Man Anzug. Als gutes Beispiel kann dabei die Integration ins hauseigene Ökosystem genannt werden. Schaut ihr mit Apples Brille auf den Bildschirm eures Macs, so wird der Screen gespiegelt und vergrößert dargestellt. Es geht aber natürlich noch mehr. Filme und Sportschauen, sich mit Freunden im virtuellen Raum treffen, arbeiten, Apps benutzen und so weiter. Und das beinhaltet nur die bisherigen Möglichkeiten, die Apple selbst mit seinen Anwendungen bietet. Third-Party-Entwickler und Entwicklerinnen fangen ja gerade erst an, neue Apps zu entwickeln und das maximale Potenzial der Vision Pro zu erfassen. Die Apple Vision Pro braucht keinerlei Zusatzgeräte, wie zum Beispiel ein iPhone oder ein Mac, sondern läuft absolut autark. Denn die AR-VR-Brille ist ein eigenständiger Computer. Verbaut sind ein leistungsstarker M2-Prozessor sowie der neue R1-Chip, welcher die ganzen Prozesse der Sensoren und Kameras steuert und verarbeitet. Das Ganze läuft auf einem eigenen Betriebssystem, welches Apple Vision OS nennt. Zwar könnt ihr andere Apple-Produkte mit der Brille kombinieren und so euer Ökosystem erweitern, ihr müsst es aber auch nicht. Innerhalb des Geräts befinden sich zwei 4K OLED-Display, eins für jedes Auge. Am Brillenband sind Lautsprecher verbaut, aber natürlich lassen sich auch alle Anwendungen mit Kopfhörern benutzen. Dazu besitzt die Vision Pro eine Fülle an Kameras und Sensoren, Infrarot-Illuminatoren und IR-Kameras, LiDAR-Scanner sowie Seiten-, Downward- und True-Depth-Kameras. Sie alle sorgen für die Erfassung und Verarbeitung der Umgebung und auch der eigenen Augen. Denn wie bei der PlayStation VR 2 werden auch eure Blicke und eure Blickrichtung erfasst. Dies wird einerseits dafür genutzt, um den von euch erblickten Bereich besonders scharf auf den Displays darzustellen, aber auch allein zur Handhabung der Brille. Denn die Vision Pro besitzt keinerlei zusätzliche Controller. Anwendungen werden über eure Augen, eure Finger und eure Stimme gesteuert. Wie genau das geht? Nun, ihr blickt ein Objekt oder ein Symbol mit den Augen an und wählt es so aus. Hebt ihr nun die Hand und führt den Daumen zum Zeigefinger, aktiviert ihr das Programm, so als würdet ihr darauf klicken. Dabei muss die Hand nicht einmal das Symbol berühren, solange euer Blick einfach darauf liegt. Natürlich kann aber auch eine AR-Tastatur eingeblendet werden, um zum Beispiel zu schreiben. Das geht aber auch via Diktierfunktion mit eurer Stimme. Der Verzicht auf externe Controller ist ein besonderer Schritt. Andere VR-Brillen nutzen das Tracken der Steuereinheiten, um eine maximale Genauigkeit von Bewegungen zu gewährleisten. Die Apple Vision Pro soll jedoch diese Genauigkeit durch reine Handsteuerung ermöglichen. Ob es dadurch aber Probleme bei der Erfassung durch, unterschiedliche Lichtverhältnisse oder auch Hauttypen geben kann, das wird sich noch zeigen. Es bleibt also spannend, ob Apple wirklich diese Technik revolutioniert hat. Die Apple Vision Pro hat aber sogar noch einen dritten OLED-Screen, der nicht sofort auffällt, nämlich am äußeren Frontgehäuse. Für alle, die dachten, die Augen des Nutzers oder der Nutzerin sind sichtbar, weil das Glas irgendwie transparent ist, die liegen falsch. Stattdessen werden diese mit den internen Kameras aufgezeichnet und in Echtzeit auf das äußere Display übertragen. Das nennt sich Two-Way Pass-Through.
So sieht der Nutzer oder die Nutzerin seine Außenwelt und die Außenwelt sieht eben den Nutzer oder die Nutzerin. Das funktioniert aber wohl nur, wenn die Umgebung für den Träger oder die Trägerin auch sichtbar ist. Schaut ihr zum Beispiel einen Film, dann verdunkeln sich die Gläser und es gibt diese schemenhafte Darstellung von dem Inhalt, den ihr gerade seht. So, als würde man als außenstehende Person von der anderen Seite einer Kinoleinwand darauf schauen. Ein Drehregler am Headset bestimmt im Übrigen die Intensität von fiktiver und realer Welt, die in eurem Sichtbereich liegen. Auch eine ziemlich coole Funktion. Wir haben ja jetzt schon einige Bereiche genannt, in welchen ihr die Vision Pro nutzen könnt. Allen voran ist und bleibt es aber ein Computer, der zum Arbeiten genutzt werden kann. Und wie schon erwähnt, auch in Kombination mit eurem Mac. Dazu könnt ihr Filme schauen oder Sportereignisse live miterleben. Das bietet gerade für Entertainment-Fans einige interessante Features. So wird im virtuellen Raum nicht nur der Bildschirm gezeigt, sondern drumherum viele gesonderte Informationen. Die lassen sich auch über die Gestensteuerung bedienen. Gut, bei Spielfilmen oder Serien könnte es vielleicht ein wenig vom eigentlichen Geschehen ablenken, aber bei Sportereignissen, aktuelle Statistiken, Ergebnisse oder Aufstellungen nachzufolgen, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Zudem, wer würde bei den Playoffs oder dem Super Bowl nicht gerne direkt am Spielfeldrand sitzen? Auch FaceTime spielt mit Apples AR-VR-Brille eine größere Rolle. So lassen sich die Screens der teilnehmenden Personen in den Raum setzen und direkt anschauen. Befremdlicher mag aber vielleicht die Lösung sein, damit eure Anrufpartner und Partnerinnen euch sehen. Dafür generiert die Vision Pro ein 3D-Modell von euch, welches eure Gesten und Mimiken durch die vielen Kameras übernimmt. Das sieht zwar schon sehr gut aus, aber der Uncanny Valley-Effekt lässt sich hier nicht abstreiten. Auch die integrierte Kamera könnte eher ein negativer Aspekt sein. Es ist ja cool, dass sie sogar stereoskopisches 3D aufzeichnen kann. So können Headset-Träger und Trägerinnen exakt das sehen, was der Anwender oder die Anwenderin vorhergesehen hat. Doch wie schon bei den Google Glasses mag es vor allem für Außenstehende unangenehm sein, zu wissen, dass sie da jemand permanent mit einer Kamera anstarrt und vielleicht auch ohne zu wissen, ob diese gerade läuft oder auch Fotos schießt. Es ist also vielleicht doch nicht alles so rosig bei der Apple Vision Pro. Gut, über den Uncanny Valley-Effekt bei FaceTime oder die Aufnahmefunktion der Kameras kann man ja vielleicht noch hinwegsehen. Weniger schön ist die aktuelle Akkulaufzeit der Brille. Ohne zusätzliche Stromquelle hält dieser gerade einmal 2 Stunden. Entspannt einen Film im Flieger schauen gestaltet sich so etwas schwierig, da Flüge auch mal länger gehen können, genauso wie Filme. Das schränkt die Mobilität immens ein. Auch das Gewicht könnte sich zu einem Problem entwickeln. Während andere VR-Headsets bewusst auf Plastik setzen, damit diese eben schön leicht bleiben, besteht die Vision Pro aus Glas und Metall. Das sorgt auf jeden Fall für deutlich mehr Gramm auf eurem Kopf. Doch ob der Tragekomfort am Ende eingeschränkt ist, werden langfristige Tests zeigen müssen. Auch schade, Brillen lassen sich mit der Vision Pro leider nicht tragen. Stattdessen wird es extra Gläser von Zeiss zum Einsetzen geben, um eben die Sehschwäche auszugleichen. Und zuletzt ist dann natürlich der Preis zu nennen. Und puh, ist der happig. Ganze $3,500 müsst ihr für die Apple Vision Pro auf den Ladentisch legen. Und das sorgt dafür, dass diese neue Technik definitiv nicht für die Masse bestimmt ist. Doch ist es wirklich teuer? Kann man so nicht wirklich sagen, denn es gibt keine direkte Konkurrenz mit dem Stand der Technik, wie ihn Apple bietet. Also kann es auch noch keine Marktpreisregulierung geben. Hinzu kommt, dass ihr nicht nur eine Brille, sondern einen kompletten Computer kauft, der für sich autark läuft und für all eure Einsatzgebiete nutzbar sein soll. Bedeutet es aber trotzdem, dass die Vision Pro Apples großes Nischenprojekt wird? Nicht zwingendermaßen. Ob die AR-VR-Brille ein Erfolg wird, hindert andere Hersteller ja nicht daran, die neuen Techniken zu kopieren und auf die eigenen Produkte zu adaptieren. Als Apple das erste Mal ein Smartphone nur mit einem Touchscreen vorstellte, war es vor allen Dingen das Unternehmen BlackBerry, welches glaubte, die Technik könnte die Tastatur an seinen Geräten nicht ablösen. Und wenn wir schon beim iPhone sind, sein Einführungspreis lag mit $600 um die $250 bis $300 über dem, was damalige Top-Handys gekostet haben. Ist aber natürlich ein kleiner Unterschied zu den $3,500. Vorstellbar ist, dass Apple zukünftig abgespeckte Versionen der Brille auf den Markt bringen könnte, wenn die Technik sich bewährt hat. Ein Hinweis gibt schon das Wort Pro im Namen, welches schon immer für die Premium-Variante von Apples Produkten stand. Es spricht also eigentlich nichts gegen eine Apple Vision oder auch eine Vision SE mit einem deutlich niedrigeren Preis.
Die Apple Vision Pro wird jetzt sicherlich die Technikwelt nicht so verändern, wie es das iPhone seinerzeit getan hat. Dafür sind der Preis und der Anwendungsbereich einfach noch viel zu speziell. Das heißt aber nicht, dass die Brille ein Ladenhüter wird oder nicht seinen Einfluss ausweiten kann. Gerade die innovativen Ideen für die Verknüpfung von Augmented und Virtual Reality sind ein absolut spannendes und kaum genutztes Feld. Nicht nur, dass andere Brillenhersteller sehr viel Inspiration für ihre Produkte ziehen können, sondern auch, weil es dem Markt eine neue Chance für Techniken gibt, die die Google Glasses nicht geben konnte. Und vielleicht dauert es noch 5, 10 oder auch 20 Jahre, aber es ist vorstellbar, dass jeder irgendwann eine kleine Brille auf seiner Nase sitzen hat, die das Smartphone, das Tablet oder auch den Computer ersetzt. Und wenn dem so ist, dann alles sicherlich mit ordentlicher Hilfe von Apples aktuell gelegten und persönlichen Meilensteinen. Wie ist denn eure Meinung dazu? Ist die Apple Vision Pro die Zukunft oder doch eher ein überteuertes Spielzeug? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wer wissen will, welche Flops Apple bisher so auf den Markt gebracht hat, der schaut sich am besten das Video am Ende von diesem Video an. Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.